So, ja, wahrscheinlich hier jetzt wird man die Maus ziemlich stark hören. Was haben wir gebraucht? 16 Stück, ne? Ne, 8 Stück. Ach, scheiß drauf. Was wir haben, haben wir. 2 Stück davon. 8. Energy Core, den haben wir. Stimmt, dafür brauchen wir ja auch noch welche. Na, siehst du, ist auch ganz gut, dass ich hier ein bisschen mehr gemacht habe. So, jetzt zack. 2 brauchen wir nochmal. 8 Stück. 8 Stück, 5, 6, 7, 8. Zack. Und zack, da haben wir nochmal 2 davon. So, jetzt brauchen wir natürlich unsere Draconic-Blöcke. Draconic. Wir haben ja zum Glück genügend Draconium, das ist ja alles gar kein Problem. Wir hauen hier direkt uns die Stacks umeinander. So. Und dann nehmen wir Redstone, machen uns Redstone-Blöcke, hauen uns da auch mal direkt gleich ein paar Stacks ins Inventar. Und dann gehen wir runter. Jetzt müssen wir das Ding natürlich erstmal wieder ganz von manuell aufbauen. Das ist jetzt natürlich das Blöde an der ganzen Sache, aber da müssen wir das eigentlich nie mehr wieder tun. Ach komm, ich nehme jetzt einfach mal hier so Redstone-Blöcke. Nein. So. Nächste Schicht. Redstone drauf. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Aber ist egal, können wir lassen. Wir brauchen ja in der nächsten Ebene sowieso was. So, siehst du, da haben wir schon. Da müssen wir den mal wieder ein bisschen schneller schalten. Ja, das ist okay. Dann füllen wir erstmal die Ecken aus, würde ich sagen. Und dann können wir hier wieder ganz fröhlich Redstone platzieren. Dann zack, brauchen wir das da. Ich mache da den gleichen Fehler immer und immer wieder. Aber nach dem hier, mache ich ihn nie mehr wieder. Wobei es so irgendwie, wie ich finde, doch irgendwie schneller geht. Das da drauf. Hier unser Energy Core hin. Also ich platziere den jetzt hier. Ne? Aber der wird dann später trotzdem nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, wir werden um die Schematik nicht rumkommen. Das heißt halt, ich muss den Energy Core zuerst platzieren. Und dann halt eben das Ding anschmeißen, dass der das halt eben aufbaut. Ah, das werden wir gleich sehen. Werde ich euch gleich zeigen.
So, das ist nochmal exakt dasselbe Ding. Zack, zack. Die beiden Ebenen sind mir am liebsten, weil die nämlich sofort hier zack aufgebaut sind. So. Das da alles weg. Aber die Musik, ne, die erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an Twilight Princess. Ich bin ja sowieso mal gespannt auf das neue Twilight Princess. Auf das HD-Remake. Da bin ich wirklich mega, mega gespannt drauf. Ob das was Tolles ist. Oder ob das eher so ein Scheiß ist. Also es kommt ja für die richtige Konsole raus, für die Wii U. Und deswegen erwarte ich, dass da schon was Ordentliches rauskommt. Ich wünschte, es würde ein HD-Remake von von Majora's Mask und Ocarina of Time geben. Ich weiß, da gibt's ja sowas. Das hat das 3D-Remake. Aber ganz ehrlich, das ist einfach ein Scheiß, ehrlich gesagt, weil das ist für den 3DS. Der 3DS, der ist zwar ganz toll und so, aber trotzdem, ich finde, das ist kein richtiges Remake. Das ist einfach ein Scheiß, ehrlich gesagt. Ich würde mir wünschen, dass so ein richtig geiles Remake rauskommt für die Wii U. So ein richtiges HD-Remake, wie von Twilight Princess halt. Für die Wii U. Ich glaube, in dem Fall würde ich sogar darüber nachdenken, irgendwie mir eine Wii U zu organisieren. Ganz ehrlich, das wäre für mich wirklich ein Kaufgrund für die Wii U. Und da würde ich dann natürlich sofort Let's Play raushauen, sofort. Da würde ich sofort hier alles kaputt schlagen und sagen, yeah, ich will das spielen hier, da kenn ich aber nix. So, wir machen mal Punkt. Schalten von Layers of All Materials. Alles vollständig. Wir überprüfen jetzt gerade mal. Height, ja genau. Wir überprüfen jetzt gerade mal. Es funktioniert. Dann hauen wir hier mal wieder einen Block kaputt. So, jetzt brauchen wir unsere Landmarks. Wir müssen nämlich jetzt das Ding einzäunen. Dafür brauchen wir Stein. Okay, und unsere Schematika brauchen wir wieder. Show. Show all. Doch, die sieht man doch. Ja. Ah, die sieht man, okay. Ich meine hier diese Striche, ne? So, und zwar müssen wir jetzt halt hier so drum herum bauen. Das heißt, hier steht die Fackel Nummer 1. Dann brauchen wir natürlich die Höhe. Wir müssen ja dem Ding sagen, wie hoch das Ganze sein soll. Das mache ich auch einfach mal einen Block höher. Zack. Dann verbinden wir das mit einem Rechtsklick. Einfach hier Rechtsklick drauf machen, dann ist das hier so verbunden. 50 Minuten nehme ich schon auf. Ach du Scheiße. Wie die Zeit vergeht irgendwie, ne? Ich werde auch jetzt nicht so lange machen, ehrlich gesagt. Vielleicht mal jetzt nur das, ich weiß es nicht. Ja, mal schauen. Dann das hier. Und dann brauchen wir das natürlich noch in die andere Richtung. Und zwar so, zack. So. Gut. Schön. Genau, dann haben wir das so. Und jetzt. Boah, jetzt müssen wir gucken, wie wir das am besten einscannen. Es muss auf jeden Fall an so einer Fackel sein. Ich würde es jetzt mal sagen. Wir machen das jetzt mal hier. Ne? Ich glaube, das Ding braucht auch neue Energie oder so. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. So, wir machen auf jeden Fall Shift-Rechtsklick. Auf so eine Fackel. Dann haben wir jetzt
hier unser Ding, Rotate on, Excavate on, Mode Creative. Creative Mode only. Survival ignores all unsupported blocks. Ja, wir brauchen natürlich Survival on. Das lassen wir auch mal on. Wieso steht da keine Beschreibung? Weil Rotate, ne, heißt ja rotieren, aber pff, kann jetzt alles bedeuten. So, auf jeden Fall unser Ding hier ist komplett eingezäunt. Dann unloade ich mal die Schematik, dass das da nicht irgendwie Probleme macht. Und jetzt hat, müssen wir hier einen Namen eingeben. Das Ding heißt jetzt hat Draconic Speicher. Jetzt nehmen wir diese Blueprint blank und packen sie hier rein. Jetzt läuft das hier durch und jetzt haben wir hier Draconic Speicher bei The K-Kev. Das können wir jetzt rausnehmen. Und damit wäre der Job von dem Ding hier auch schon erledigt. Dann reißen wir den weg und gut ist. Dann reißen wir das hier kurz weg, unser komisches Gerüst hier. Also ich lasse den jetzt stehen, ich reiß den jetzt nicht nochmal weg und stelle den wieder neu hin. Das könnt ihr vergessen. Aber ihr habt ja gesehen, wir haben wirklich alles eingezäunt. Und wenn ich jetzt mal, wir gehen jetzt mal hoch. Gehen hier hin, wir bauen den jetzt mal so ein Stückchen höher. Da machen wir jetzt den Bilderblock hin. Zack. Und da hauen wir jetzt halt mal unsere Ding rein. Jetzt sehen wir hier, er hat nur Block of Redstone und Draconium Block hat er nur. Und ja, das ist halt jetzt eben der Bereich, wo er das Ganze dann hinstellt. Und wie ihr seht, fehlt halt eben der Energy Core und die Partikelgeneratoren, die tut er einfach nicht platzieren. Ja, das Ganze ist ein bisschen blöd. Aber egal, ich zeige euch jetzt halt mal, wie man das Ganze dann einfach löst. Ja, Redstone-Blöcke hier ist okay. Drei, vier, so. Zwei Stück. Davon zwei Stück. Und dann davon brauchen wir wieder einen. Genau, einen Wyvern-Core. Ich hoffe, das mit dem Wizard funktioniert diesmal ein bisschen besser. Ich gehe mal direkt wieder rüber. Verstehe ich irgendwie nicht, weil eigentlich müssten ja im Singleplayer die Chunks genauso geladen sein wie im Multiplayer. Wyvern Core. Zack. So, dann brauchen wir. Ja, brauchen wir noch Redstone Blöcke auf jeden Fall. Wir machen mal ein paar. Und Draconium-Blöcke machen wir auch noch. Ein paar. Und für das Ding da brauchen wir jetzt, hat glaube ich, Energie für. So, wir schmeißen ihm jetzt halt hier einfach mal Redstone-Blöcke rein. Draconium-Blöcke schmeißen wir ihm auch rein. Eigentlich brauchen wir da gar nichts für, weil wir können das jetzt auch nachträglich machen. Okay, das Ding braucht wirklich Energie, da macht nämlich nichts. Die Frage ist, wo kriegen wir Energie her? Der braucht wahrscheinlich seine Energie von außen. Tesseract. Dann geben wir dem einfach mal einen Tesseract, dem Kollegen hier. Hauptfrequenz, Energieempfang
Und wir machen das mal hier so, damit wir auch sehen, wenn er anfängt zu arbeiten. Ich habe doch hier noch Hebel dabei, oder? Natürlich. Gute Carpenter-Hebel. So, wir haben alles eingestellt. Er hat seine Blöcke zur Verfügung. Jetzt drücken wir hier auf den Knopf. Der kriegt Energie und jetzt hat, spuckt er hier die Redstone-Blöcke raus. Und wie von Zauberhand baut sich der Energy Core auf. Und wenn wir jetzt schnell sind, dann können wir den hier noch platzieren. Jetzt fliegen die Draconic-Blöcke durch die Gegend. Ja, ist super, oder? Hä? Ist doch geil. Dann machen wir uns hier so Hilfsblöcke hin. Und dann machen wir hier die Hilfsblöcke wieder weg. Und tada, funktioniert. Wunderbar. Ist doch geil, oder? Ist doch echt geil. Funktioniert super. Oh, wir haben kein Essen mehr. Oh, wir könnten sowas zu essen kochen. Komm, wir kochen mal wieder was zu essen, oder? Was haltet ihr davon? Mal wieder Essen kochen? Ist doch immer cool gewesen. Essen kochen. Voll geil. Komm, machen wir einfach. So, hier, 9x9. Direkt hier. Bam, 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 bam. Den können wir ja mitreißen. Bleibt hier nur 3x3 übrig. Machen wir auch noch weg. Hier. Zack. Zack. Die Dinger weg. Zack. Zack. Und zack. So, wunderbar. Also müssen wir immer zuerst die Redstone-Blöcke reinlegen. Ah ja, genau. Das Ding, das wird dann hier runter gemoved. Und dann ist es weg. Oi. Oi, 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 oi. Hör mal auf. Scheiße, nein. Hör auf. Lass es, lass es, lass es. Also gut, zuerst die Redstone-Blöcke hinlegen. Also die Redstone-Blöcke müssen hier oben sein, damit er zuerst die Redstone-Blöcke platziert. Und dann müssen wir nur schnell genug sein und eben den Energy Core platzieren. Und dann müssen wir gar nichts machen. Vielleicht sollte ich das nochmal neu einscannen, dass er die Hilfsblöcke auch schon gleich mit platziert. Dann packen wir halt noch Steine mit rein und dann platziert er gleich die Steine mit. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber gut, ihr habt ja gesehen, das war jetzt ja nur zur Demonstration. Das mache ich dann offscreen wahrscheinlich, weil das ist jetzt nicht so das tolle Ding, ne? Schalter aus. Schalter weg. So, dann tüten wir den Tesseract wieder ein und das Ding tüten wir ein. So, tschüss. Alter, wie schnell... Mann, wie schnell soll man denn da Doppelklick drauf machen? Ist unnormal. So, das Ding hier, die lasse ich mal hier drüben. Kann ich die hier drüben lassen? Ich weiß es gar nicht. Na, ich habe hier keine Kiste. Na gut, auch drauf geschissen. So. Ach ja, weil ich die Dinger hier gerade sehe. Stimmt, ich habe etwas gemacht. Und zwar habe ich etwas ausprobiert. Auf Steam. Na, wunderbar. Und zwar habe ich Folgendes ausprobiert. Man kann die Cryo-Stabilized Flux-Ducts nicht
mit einem Sticky Piston verschieben. Das funktioniert nicht. Aber man kann sie mit einer Drawbridge platzieren. Und deswegen habe ich jetzt halt eben hier eins freigelassen, habe hier eine Drawbridge hingemacht. Und wenn ich jetzt hier den Hebel drücke, dann passiert genau das. Und dann fließt hier wirklich Infinite RF da durch. Und dann machen wir es aus. Und jetzt ist die Verbindung getrennt. Jetzt passiert gar nichts mehr. Also es ist echt... Ja, hätte ich vielleicht früher drauf kommen können. Aber da war ich mir auch nicht sicher, ob es funktioniert. Ach, ich habe kein Essen mehr. Ah, ja, auch gut. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. So, ich gönne mir mal kurz einen Schnitzel. Für den kleinen Hunger. So, das Ding können wir wieder einschalten. Und, ja, wie macht man das jetzt am dümmsten?